Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ihr seht schon, ich bin nicht in meinem Studio, sondern bei Marvin in seinem coolen Studio hier. Und heute geht's ums iPhone 15, iPhone 15 Pro, alle Leaks und Gerüchte zusammengefasst. Also, let's go. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, wann kommt denn das iPhone 15 oder 15 Pro? Das kommt wie immer im September. Also wir haben jetzt ein gutes halbes Jahr nochmal Zeit, aber wir wissen schon sehr, sehr vieles. Es werden wieder vier Geräte auf den Markt kommen. Aber das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, also das größere, und dann das 15 Pro und das 15 Pro Max oder vielleicht auch Ultra, soll wahrscheinlich aber doch einfach Pro Max, wie die aktuellen heißen. Wenn die Geräte dann auf dem Markt sind, werden wir natürlich beide für euch testen. Deswegen auch schon mal gerne beide Kanäle abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Links dazu natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung, aber checkt auf jeden Fall Marvin aus. Falls ihr noch nicht ein Abo da gelassen habt, holt das jetzt auf jeden Fall mal nach. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar, wie gesagt, vier Geräte wird es geben und displaygrößentechnisch wird sich da gar nicht groß viel ändern. Es gab mal Gerüchte, dass das 15 mit einem 6,2 Zoll Display auf den Markt kam. Ein paar Monate später hieß es dann wieder, na doch, wird wahrscheinlich doch 6,1. Also so in dem Display-Größenverhältnis, wie es auch jetzt ist, also 6,1 und 6,7 Zoll bei den größeren Modellen, würden es, denke ich mal, in diesem Jahr auch wieder sein. Dann kommen wir jetzt auch schon wieder zum ersten größeren Punkt und das ist das Design. Denn da wird es auch eine Änderung geben. Seit einigen Jahren haben wir ja dieses kantige Design. Ich glaube, beim iPhone 12 hat es angefangen und das soll sich jetzt wohl in diesem Jahr ändern. Und zwar, es soll jetzt kein komplett neues Redesign, futuristisch sein, sondern ja, es wird weiterhin dieses markante Design geben, nur halt eben an den Ecken und Kanten abgerundeter und auch das Display wird abgerundeter, vergleichbar wie bei der Apple Watch. Da ist ja auch das Glas so ein bisschen abgerundet an den Seiten. Somit liegt das iPhone dann besser in der Hand, denn das ist aktuell ja doch schon ja, recht kantig. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und dann gibt es auch noch eine Designänderung und zwar bei den Materialien. Denn ich denke, bei den normalen iPhone 15er Modellen wird es einen Aluminiumrahmen geben. Aber bei den Pro-Modellen heißt es, dass wir hier einen Titanrahmen sehen, der zum einen natürlich stabiler, aber auch leichter ist, was einfach gerade das größere Modell, also das Pro Max oder Ultra, je nachdem wie es dann heißt, nochmal leichter macht. Denn das ist aktuell doch schon recht schwer. Und auch bezüglich der Farben gab es schon ein paar Leaks. Und zwar, diese beiden Farben sollen wohl bei den 15er Modellen, also nicht die Pro-Modelle, da soll es wohl dieses Pink oder Lila geben und auch dieses Blau. Und bei den Pro-Modellen, da gab es ja jetzt dieses dunkle Lila und in diesem Jahr soll wohl die Special-Farbe dieses dunklere Rot geben. Schreibt gerne mal dazu eure Meinung unten in die Kommentare. Dann eine Erneuerung oder ein Gerücht, worauf ich mich sehr freue bei den Pro-Modellen. Und zwar sollen die normalen Tasten, also die Klicktasten an der Seite, wegfallen und zu Haptiktasten werden. Das bedeutet, dass man im Prinzip nur so eine Vibration merkt. Ähnlich wie damals beim iPhone 8, da kam ja der Home-Button. Man konnte den aber gar nicht drücken, aber es fühlt sich an, als wenn man ihn drückt. Oder ihr kennt das vielleicht bei den MacBooks unten, das Trackpad, da kann man ja auch drauf drücken, aber man drückt nicht wirklich. Es fühlt sich sehr gut an, hat den Vorteil beispielsweise, dass die Tasten deutlich langlebiger sind, weil da nicht mehr viel kaputt gehen kann. Und der Mute-Switch soll angeblich auch verschwinden. Da freue ich mich drauf, weil ich berühre den immer aus Versehen in der Hosentasche beim Handy rausholen. Und dann ist auf einmal das Handy angemutet oder wieder lautlos und so weiter. Und den soll man vielleicht sogar programmieren können, ähnlich wie den Action-Button bei der Apple Watch Ultra. Es gab aber jetzt brandneu erst vor ein, zwei Tagen Gerüchte von Minchi Kuo. Das ist ein sehr guter Leaker, also mit einer sehr guten Erfolgsquote. Und der hat gesagt, angeblich gibt es Probleme bei der Massenproduktion von diesen Haptic-Buttons und von daher soll das wohl nicht kommen. Wir würden uns aber freuen, wenn es kommt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber es sind noch ein paar Monate. Vielleicht wird das ja noch irgendwie gefixt und nicht jeder Leak, der irgendwie mal bekannt ist, trifft ja auch zu. Weiter geht es dann auf der Front und zwar beim Display und da wird es auch eine Neuerung geben, gerade jetzt bei den normalen 15er Modellen, also nicht bei den Pro-Modellen, denn hier wird es auch das Dynamic Island geben, denn das gibt es aktuell ja nur bei den Pro-Modellen, da gibt es einfach ja, keine Notch mehr. Man bekommt noch weitere Möglichkeiten mit diesem Dynamic Island, man kann Sachen anzeigen lassen und so weiter, ist auf jeden Fall ganz cool und das wird es dann auch ja, bei den normalen iPhones geben. Und allerdings, was ich so ein bisschen schade finde, es wird weiterhin hier ein 60 Hertz Panel verbaut sein, kein ProMotion. Na gut, im Namen ProMotion steckt ja auch schon Pro drin, aber trotzdem finde ich es einfach schade, dass bei den normalen iPhone 15er Modellen kein krasses Display, also kein 120 Hertz Display verbaut ist.
in der aktuellen Zeit, im Jahr 2023, ist das doch eigentlich Pflicht, oder? Bei den Pro-Modellen gibt es dann aber noch etwas, und zwar die Display-Ränder. Die werden nochmal deutlich dünner. Hier sieht man das nochmal im direkten Vergleich mit dem iPhone 14 Pro. Und die neuen Display-Ränder, die werden dann 1,5 mm dick sein. Macht es zu den dünnsten Display-Rändern auf dem Smartphone-Markt, gerade erst bei flachen Displays. Und das sieht auf jeden Fall schon ziemlich sick aus, muss ich sagen. Also da freue ich mich schon echt drauf. Spannend wird es dann auch bei den Kameras. Nämlich die iPhone 15-Modelle, also nicht die Pro-Varianten, die sollen jetzt auch die 48-Megapixel-Kamera bekommen, die schon das iPhone 14 Pro hatte. Es ist noch nicht ganz klar, ob es der gleiche Sensor ist. Es kann sein, dass der Sensor ein bisschen kleiner ist, weil eben der Kamerabump bei den 15er Modellen oder bei den Standardmodellen nicht so groß ist. Aber man hat beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus nur zwei Kameras. Also so wie bisher immer gehabt, einmal eine normale Weitwinkelkamera und eine zweite Ultraweitwinkelkamera. Bei den Pro-Modellen geht Apple dieses Jahr wirklich komplett in die Vollen, und zwar der Kamerabump. Quasi die Kameras, die herausstechen, sind noch weiter raus. Also ich finde es ja, du kannst das nochmal zeigen, beim 14 Pro, es ist schon massiv. Schon krass. Also vom 12 zum 13 zum 14 Pro, es wird immer größer und man sieht, es passt gar nicht mehr auf den Tisch. Ne? Es ist schon wirklich heftig, und beim 15 Pro soll das nochmal heftiger sein. Das liegt daran, dass wir eine Periscope-Kamera vermutlich bekommen. Entweder mit 5-fach optischem oder 10-fach optischem Zoom, davon ist hier so die Rede in den Gerüchten. Ist natürlich cool, denn je mehr optischen Zoom wir haben, desto weiter können wir einfach ohne Qualitätsverlust dran zoomen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass dieser krasse Zoom vielleicht nur beim Pro Max rauskommen soll. Das weiß man noch nicht. Ich hoffe natürlich, dass sich die beiden Pro-Varianten in der Kamera nicht unterscheiden. Weiter geht's dann beim Thema Performance. Und aktuell ist es ja auch schon so, dass das iPhone 14 den Chip aus der iPhone 13 Pro-Serie hat, den A15-Chip. Und so wird es in diesem Jahr auch wieder sein, und zwar mit dem A16-Chip aus den aktuellen Pro-Modellen. Und der neue A17-Chip, der wird dann bei den 15 Pro und Pro Max-Modellen verbaut sein. Hier gibt es auch schon erste Benchmarks, die geleakt wurden, und ja, das verspricht auf jeden Fall ordentlich an Power, und hier soll es sich wohl um einen 3-Nanometer-Chip handeln, der zum einen auch nochmal energieeffizienter ist und auch weniger Platz wegnimmt. Energieeffizienter ist natürlich gut, vielleicht ist dann die Akkulaufzeit nochmal besser, allerdings die Solid-State-Buttons, also das, was Marvin schon mal erzählt hat, die brauchen natürlich auch eine Taptic Engine, das heißt, da braucht man auch wieder Platz, das heißt, vielleicht ist der Akku dann doch nicht größer, aber naja gut, ich freue mich auf jeden Fall und bin mal auf die Akkulaufzeit gespannt. Gerade beim Pro Max Modell, dann wird das, denke ich mal, nochmal besser sein als aktuell, und die ist schon ziemlich gut. Ja, Junge, wo du gerade den Akku angesprochen hast, man möchte den Akku ja auch aufladen. Und dieses Jahr, Leute, das ist wohl mit die beste Änderung, es gibt dann USB-C bei allen vier neuen iPhones. Aber auch hier hat Apple wieder gesagt, ja, wir unterscheiden die Modelle wahrscheinlich. Denn, also erstmal alle bekommen USB-C, aber USB-C ist eben nicht gleich USB-C, sondern bei den normalen iPhone 15 Modellen soll es angeblich sein, dass man USB 2.0 Geschwindigkeit bekommt. Das ist natürlich absolut lächerlich, wenn man ehrlich ist. Also stellt euch vor, ihr habt ein iPhone 15, nehmt damit in 4K die besten Videos auf, und dann braucht ihr einfach Stunden, um das dann, wenn ihr nicht AirDrop nutzt, wenn ihr das per Kabel an euren PC anschließt, das dauert einfach Jahre. Die 15 Pro Modelle sollen angeblich Thunderbolt beinhalten, also in den USB-C-Port, und das ist natürlich super schnell, und da hoffe ich wirklich, dass man dann ratzfatz die Videos auch mal rüberziehen kann, weil das ist immer echt ein Problem, wenn man lange Videos aus dem Urlaub zum Beispiel hat, kommt nach Hause, AirDrop funktioniert dann teilweise nicht, weil die Dateien zu groß sind, und per Kabel dauert es einfach sehr lange, aber auf jeden Fall USB-C, da freue ich mich drauf. Aber apropos Kabel, diese volle Geschwindigkeit soll dann wahrscheinlich auch nur mit speziellen Made-for-iPhone-Kabeln gewährleistet werden. Das heißt, wenn man so ein Standard-USB-C-Kabel nimmt, was dann auch nicht die Thunderbolt-Geschwindigkeit unterstützt, da guckt man wieder in die Röhre. Wahrscheinlich dann ein Kabel für 49 Euro von Apple noch kaufen. Oder für 99. Joma, wie sieht es denn aus mit den Preisen? Ja, da ist noch gar nicht so viel bekannt. Aber ich kann... Oder ich gehe davon aus, günstig wird es auf jeden Fall nicht. Denn wenn man sich die Preise der aktuellen iPhones anschaut, ist es natürlich schon mal ziemlich krass. Und die der nächsten iPhones sind in den letzten Jahren immer teurer geworden. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht allzu teurer wird. Also man muss ja sagen, die iPhones in Amerika haben die letzten Jahre immer gleich viel gekostet. Nur in Deutschland oder in Europa sind die immer teurer geworden. Und jetzt soll es tatsächlich so sein, dass in Amerika das erste Mal 100 Euro draufgesetzt wird auf den Preis. Und ich glaube einfach, das iPhone 14 Pro aktuell oder UVP von Apple sind 1.299, also sagen wir mal 1.300 Euro. Ich sage, meine Prognose 1.400, die legen auch hier 100 Euro drauf.
Und dann kannst du mit dem ganz großen Gerät wahrscheinlich mit 2000 Euro rechnen. Ne? Ja. Mit vollem Speicher und so. Und dann 128 GB geht's los. Vielleicht geht's ja mal los mit 256 GB. Das wäre doch mal super. In 2 Jahren vielleicht. Ja. Leute, wenn ihr keine weiteren Leaks verpassen wollt, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt abonnieren. Und was haltet ihr denn vom 15 Pro oder 15 Normal? Werdet ihr euch das holen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall an dich, Marvin, dass du dabei warst. Checkt Marvin unbedingt auf jeden Fall mal ab. Seine die ganzen Kalender sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sind wir jetzt raus und suchen uns mal was Schönes zu essen. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.